Hier kommt Timo Hildebrand. Hallo. Timo, herzlich willkommen. Hallo. Timo Hildebrand. Hallo. Setzen wir uns hin. Ja, Sie können ruhig weiterklatschen, ist schon okay. Ja, schöner Empfang. Sehr nett, ja. Aber ich muss natürlich gleich fragen, nach dem 0-2 gegen Bayern, da war heute nichts zu machen, oder? Ja, wir haben ja die Kommentare jetzt nach dem Spiel gehört. Ich denke, es war ein souveräner Sieg von den Bayern. Die haben eine klasse Mannschaft. Wir hatten kurz vor der Halbzeit mal eine Phase, wo wir ein bisschen Druck gemacht haben, aber wie wir das gesehen haben in der zweiten Halbzeit, haben sie einfach ihre Klasse ausgespielt. Weil wir schon mal einen Torwart hier haben, die Pfiffe gegen Manuel Neuer, wie beurteilen Sie sowas? Motiviert einen sowas? Ich denke schon, also mich hat es selbst immer motiviert, auswärts zu spielen, vor einer riesen Kulisse, wenn man da ausgepfiffen wird, aber ich denke, das ist was ganz Besonderes. Der Manu ist ein Schalker Junge eigentlich. Und sein Herz schlägt da natürlich. Absolut, an, ja. Und er ist auch absolut sympathisch und ein guter Junge einfach. Und wie Matthias Hammer das auch schon betont hat, das ist einfach sehr emotional. Schalke ist eine Religion und wenn dann einer von ihren Jungs nach zu München geht, sind natürlich sauer. Jetzt sind Sie da, müssen aber jetzt mal wieder zuschauen. Wir haben Sie heute auch auf der Tribüne gesehen, auch die letzten drei Spiele in 8 Tagen, Fürth, Piräus, Bayern. Wahrscheinlich arbeiten Sie an der Karriere als TV-Experte, oder? Ich wollte eigentlich kein Spiel mehr von da oben zuschauen, weil dann bin ich nicht im Kader. Das hatte ich letzte Saison dann auch, wo ich mit einem Arm verletzt war. Aber jetzt, wo es anfängt, würde ich natürlich gerne im Tor stehen, aber die Knieverletzung ist leider dazwischen gekommen. Sie waren ja als junger Torwart wahrscheinlich auch schon mal verletzt. Sieht man das gelassener, wenn man sich jetzt wieder rankämpfen muss, wenn man von der Tribüne mal zuschauen muss, oder läuft einem die Zeit weg? Nee, also in meinem Fall, 33. Das stimmt, ich habe schon noch ein paar Jahre, hoffe ich, aber ich habe schon so schwere Situationen jetzt gehabt, gerade letztes Jahr, als ich keinen Verein hatte, und dann sieht man das schon gelassener, man weiß, okay, man hat Vertrag, man trainiert bei einer Mannschaft mit, man spielt eigentlich auch, also der Trainer hat sich eigentlich für mich entschieden gehabt, aber das trägt dann schon eine andere Bedeutung. Fährmann, Unnerstall, Hildebrand, was spricht für Sie? Ach, da haben wir ja viel in der Vorbereitung drüber gesprochen. Ich habe mich da durchgesetzt gegen zwei jüngere, gute Torhüter. Der Lars hat letztes Jahr auch sehr viele, auch gute Spiele gemacht. Aber ich denke, ich habe sehr viel Erfahrung und da wir auch eine junge Mannschaft haben, kann ich die da einfach besser unterstützen und ich fühle mich noch gut und ich habe auch in der Vorbereitung richtig gut gehalten und deswegen ärgert es mich einfach jetzt, wo es richtig losgeht, einfach dann in den Tor zu stehen. Das glaube ich. Heißt das denn auch, dass wenn Sie jetzt wieder fit sind und wieder ins Training reinkommen, wann wird das sein, ins Mannschaftstraining? Also ich muss mich langsam rantasten, aber ich habe schon läuferische Sachen gemacht und so und jetzt nächste Woche versuche ich einfach mit Torwarttraining zu beginnen. Wir haben im Moment viele Spiele, da bleibt einfach nicht viel Zeit, jetzt den Rhythmus wieder aufzunehmen und zu trainieren einfach, weil wir einfach nur noch Abschlusstraining haben und Spiel und Regenerationstraining und dann muss man einfach gucken. Aber sind Sie denn dann als Nummer 1 wieder gesetzt? Also wie funktioniert das mit dem Trainer? Wie sind da die Gespräche? Am liebsten natürlich. Ja, ne? Gibt es da schon eine Ansage? Ist kein Wunschkonzert, Herr Hildebrand. Ist richtig. Hüb Stevens hat sich vor 5 Wochen für mich entschieden. Ich denke, er hat seine Gründe gehabt, aber natürlich haben wir jetzt gespielt und wie ich gerade eben schon erwähnt habe, es sind einfach viele Spiele und da bleibt mir einfach wenig Zeit, wieder zu trainieren. Und es gehört einfach auch ein bisschen mit dazu, weil ich muss jetzt erstmal wieder gucken, was mein Knie verträgt und deswegen ist es ein bisschen problematisch, aber wenn ich fit bin, hoffe ich natürlich wieder zu spielen. Wir machen mal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe hier ein Buch mit Fotografien, die deutsche Elf 2006. Jetzt erinnern sich natürlich viele hier im Publikum zu Hause. Ja klar, Timo Hildebrand, der war dabei. Wenn man es mal aufschlägt, haben uns hier ein paar Markierungen gemacht. Findet man interessante Fotos. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennt. Da sind Sie in der Mitte im weißen Anzug. Den Bundestrainer. Ah, die sehen da alle noch recht jung aus. Kollegen Schweinsteiger, Podolski. Und dann hier Timo Hildebrand. Wenn Sie das Foto jetzt sehen, lang her. 6 Jahre danach, ja. Was sehen Sie hier für einen Mann? Schwierig zu beantworten. Da war ich auf jeden Fall noch nicht Vater. Es war einfach ein anderer Lebensabschnitt. Ich bin da gereift. In den 6 Jahren jetzt ist unheimlich viel passiert.
Die letzten 4 Jahre waren ein ständiges Auf und Ab mit einer Rückkehr nach Deutschland, wieder ins Ausland nach Lissabon, wo ich überhaupt keine Chance bekommen habe. Und jetzt wieder ein Zuhause gefunden, hoffe ich, wo ich einfach länger bleibe. Und ich habe mir selbst nie gedacht, dass ich so viele Vereine auf der Autogrammkarte habe. Ja, eigentlich will man sowas gar nicht, oder? Absolut nicht, weil ich auch lange Zeit in Stuttgart war, hatte einfach eine wundervolle Zeit, aber irgendwann war einfach der Gedanke, hey, ich muss was anderes machen, was anderes erleben, und habe mich einfach für den Schritt ins Ausland damals entschieden. Dass es dann so läuft, weiß man nie vorher, wo man hinkommt, in welche Phase man von dem Verein kommt, und deswegen war das natürlich eine aufregende Zeit, aber auch sehr lehrreich. Würden Sie sagen, das war Ihr Fehler, dass Sie damals nach dem erfolgreichen Jahr 2007 Meister mit Stuttgart, dass Sie da gesagt haben, ich will jetzt was Neues und egal, was mir mein Berater, was andere sagen, ich probiere es jetzt aus? Ich habe es ja vorher entschieden. Also da waren wir im Winter, waren wir, glaube ich, 7. oder 8. Und da habe ich einfach meinen Entschluss gefasst, zu gehen. Die Entscheidung stand 2 Jahre vorher schon mal an, aber da war ich einfach noch für mich noch nicht so weit zu gehen, und ich wollte dann nochmal 2 Jahre in Stuttgart bleiben, und da habe ich einfach gesagt, okay, in Stuttgart kenne ich alles, weiß ich alles, und jetzt muss was Neues her. Wie läuft so ein Tag ab, wenn man als Torwart, der wirklich eine klasse Perspektive hat, plötzlich ein paar Monate arbeitslos ist? Was macht man da? Trainieren. Also, ja, aber wo? Mal keinen Verein. Richtig. Ich habe einen Torwarttrainer gehabt, der jetzt in Karlsruhe auch tätig ist, und wir sind bei ihm, Heimatort, auf die Plätze gegangen und haben da einfach alleine trainiert. Aber natürlich ist es dann irgendwann mal auch von der Motivation her sehr schwierig, immer jeden Tag ins Training zu gehen, dahin zu fahren und überhaupt nicht zu wissen, ob es überhaupt noch mal weitergeht. Also Sie haben zwischenzeitlich auch mal dran gezweifelt, ob es überhaupt noch einen Verein gibt, ja, den Sie haben will. Es hat ja schon auch Angebote im Ausland noch mal, aber ich bin dann dahin gefahren, habe mir das angeschaut und habe einfach für mich gemerkt, das will ich nicht mehr machen. Und diesmal habe ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Natürlich haben jetzt da auch Umstände dazu, sind dazu gekommen, dass ich jetzt auf Schalke bin. Aber ich wollte nichts mehr machen, wo ich auch nicht 100% dahinter stehe. Haben Sie irgendwann vorher schon mal drüber nachgedacht, ach, was für sich, als kleiner Junge vielleicht, FC Schalke 04, das wäre ein Ding? Also hat man so einen Verein vielleicht mal als Wunschtraum auch irgendwo? Oder ist das jetzt alles zufällig geworden und jetzt sagen Sie, ja, ich bin aber beim Richtigen gelandet? Ja, für mich ist es natürlich nochmal Wahnsinn, aus so einer Situation, aus der Arbeitslosigkeit zu so einem Top-Club in Deutschland zu kommen. Das ist dann jetzt selbstverständlich. Okay. Also deswegen bin ich auch. Ja. Also, ich war ja schon mal Meister, und dann arbeitslos zu sein, ist natürlich sehr hart. Und das ist einfach. Ja, das kann man schwer in Worte fassen, was da dann einfach auch in einem vorgeht. Sie haben eben, als ich auf das Foto angesprochen habe, haben Sie gesagt, es hat sich viel getan, es hat sich viel verändert. Als Sie in Hoffenheim gespielt haben, da waren Sie auch mal ein Lautsprecher, da haben Sie auch mal andere kritisiert. Dafür wurden Sie wiederum kritisiert. Würden Sie das heute nochmal machen? Oder ja, hat da der Timo Hildebrand gelernt? Da habe ich natürlich dazugelernt. Es muss man immer auch gucken, in welcher Phase man was sagt. In Stuttgart war schon auch immer jemand, der auch seine Meinung kundgetan hat, und es kam auch nicht immer so gut an. Und deswegen bin ich da heute lieber auch intern, dass ich da was sage, aber da bin ich lieber ein bisschen zurückhaltender. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und dass Sie hier nicht zurückhaltend sind, sondern erzählen. Vielen Dank.